Ja, mein Name ist Matthias Schwarz. Wir sind hier auf unserem Kapellenberg in Burg Bernheim zum 22. Streuobsttag bei bester Stimmung, bestem Wetter und mit tollen Ständen. Also Streuobst schaut ja nicht nur schön aus, sondern ist natürlich auch für die Natur ein toller Mehrwert. Es sind über 5000 Insektenarten, die dort heimisch sind, die dort leben. Und Streuobst überlebt aber nur, wenn es der Mensch weiterhin pflegt, sonst würde alles zusammenbrechen. Und von daher gesehen brauchen wir natürlich auch motivierte Leute, die sich einfach darum kümmern, diese Streuobstlandschaft letztendlich auch zu halten. Also ich bin eigentlich aus verschiedenen Gründen hier. Erstens einmal, weil ich mit der Gegend mich irgendwie verbunden fühle, Streuobst sowieso, weil ich eigentlich relativ viele Leute hier kenne und weil ich immer mal wieder schaue, was gibt es Neues im Bereich Streuobst, auch von der Vermarktung und so weiter. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Aber auch um Leute zu treffen, ein bisschen zu reden, sich auszutauschen, das ist ganz wichtig. Ja. Ja, mein Name ist Nadine Höhle, ich bin die Projektleiterin für das Streuobst-Kompetenzzentrum Burg Bernheim, Bernatura. Genau, ich habe hier Gläser mitgebracht von 1987. Die sollen so ein bisschen die Erinnerungen wecken an früher, wo man Obst eingemacht hat. Und vielleicht erzählt der ein oder andere auch eine Geschichte darüber, wie er in den Streuobstwiesen unterwegs war und dann den Großeltern helfen musste, obwohl er überhaupt gar keine Lust drauf hat. Oder wie er vielleicht beim Obstklauen erwischt ist. Und das wollen wir dann für unser Streuobstzentrum dort erzählen. Oh, am besten noch. Ja, Josef. Ja. Und? Probieren.